Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, für mich ist es jetzt schon wieder ewig her. Also ich habe sehr lange nicht mehr gespielt. Deswegen muss ich jetzt diese Folge wahrscheinlich nochmal ein bisschen reinkommen. Aber das wird sehr, sehr schnell passieren. Genau. C war das da, Y war die Drohne. Ist oben. Das da, Drohne weg. Gut, das passt schon mal. Wo ist ein Hubschrauber? Da drinnen. Gut, dann werden wir erstmal mit dem Auto fahren. Na komm. So. Los geht's. Gut. Los geht's. Ja, die beamen sich dann rein. Okay, alles klar. Gut. Stimmt, das Autofahrer. Hier war so ein bisschen problematisch. Aber wir haben ja ein SUV. So, wie geht's euch? Also, mir geht's gut. Oh, Entschuldigung. Aber die Dudes sind das ja schon gewohnt hier. Ja. Schalten wir die Rebellensendeanlage ein und helfen, die Botschaft zu verbreiten. Dann wimmelt es hier von Santa Blancas. Okay. Machen wir ein bisschen Shooting, Shooting-Ding. Kann ich hier rein? Nee. Die kommen auf uns zu. Klettern? Greife an. Der Sender kriegt zu viele verfluchte Treffer ab. Ich. Wow, das war alles. Verdammt, das war knapp. Hier ist euer Vehikulo, Pumpa. Wir haben Verluste. Verdammte Scheiße. Granate fliegt. Wir sind nicht mehr drauf. Haltet beim nächsten Mal länger durch. Oh, shit, das tut immer noch weh. Gut, also, der Start war sehr, sehr glorreich. Ach, das war ja meine Dudes sofort gestorben sind. Alter. Das war ein bisschen interessant. Erstmal was trinken. Wie gesagt, also jetzt habe ich ja auch die Entschuldigung, dass ich ja lange nicht mehr gespielt habe. Das ist ganz gut. Ich sage jetzt nicht, dass ich das geschafft hätte, wenn es anders wäre. Ah, wir bekommen noch eine zweite Chance. Okay, alles klar. Feindaktivität. Bereit? Feuer frei! Alles klar. Ich schieße auf die Ärsche. Sie sind alarmiert. Ach so. Granate fliegt. Da oben sind auch welche. Wie kommen die von da oben? Wie kommen die da hoch? Hä? Shit, der kommt! Wie kommt der da hin? Der verdammte Sender nimmt eine Menge Schaden.
Granate, Granate! Verluste, hier drüben! Oh, von hinten. Oh nein, zwei sind von uns jetzt wieder tot. Rechts, Verluste. Alles wird gut, hörst du? Ich bin unterwegs. Ah, danke. Scharfschütze runter. Ja, das schaffen wir nicht. Wir lassen sie den Scheißsender zusammenschießen. Haben Verluste. Ja. Das ist krass, dass die von oben kommen. Ich glaube, ich muss mich hochstellen. Dass ich auf dem Hügel bin. Und von oben das frei halte, weil wenn wir unten sind, die können von oben komplett frei wegschießen. Also quasi das, warte, wo starten die? Die spawnen. Hier ist es halt auch so undurchsichtig. Die starten hier. Da müsste man halt so kämpfen. Warte, ich schau mal, ob es hier irgendwie. Feinde im Bereich. Augen auf. Eine. Oder man könnte vielleicht hier hochgehen. Nee, könnte man nicht. Also einer müsste wirklich von oben dann schauen, dass alles in Ordnung ist. Also, das würde dann ich machen. Hier wäre auch eine Möglichkeit. Also, ich glaube, ich gehe dann gleich hoch. Weiter. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Bravo. Greife Tangos an. Warte, Handgranate runter. Granate kommt. Komme mir. Scharfschütze in Deckung. Verdammte Scheiße. Deckung suchen! Hä? Wieso war ich schon weg? Ich hab dich, halt einfach durch, bin auf dem Weg. Aber dann, ja. Jetzt spawnen hier halt nochmal weg. Ah, Scheiße nochmal! Tango getroffen. Ein drittes Ziel. Halte durch, ich bin schon da. Danke. Bobby. Ich bleib mal hier. Wir haben verdammt nochmal Verluste. Eine Minute noch. Okay, sehr gut. Granate fliegt. Nehmt das. Wir haben Verluste. Wir haben Verluste. Äh.
Scheiße. Ich bin die Einzige da. Die haben Mörser. Botschaft gesendet. Jetzt werden die Rebellen. Ja, okay. Aber wir haben die Botschaft gesendet. Ja, das, die Position war richtig scheiße. Die war richtig schwer. Aber meine Leute waren auch ziemlich dämlich. Die haben sich auch ziemlich dämlich dahingestellt. Aber auch blöd, dass die von da gespawnt sind. Das war ein bisschen nervig. Ah, okay. Feinde, passt auf. Da ist ein Heli. Das wäre natürlich geil, wenn wir den Heli bekommen. Drohne fliegt. Entschuldigung. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Mal schauen, ob wir es schaffen, den so zu klauen. Aber wahrscheinlich nicht. Was sind denn die alle? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hier ist Ziel Nummer 5. Okay. So. Gut. Unser Squad überlebt halt alles, ne? Weil wir speichern. Wir sind einfach. Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Wo hast du sie? Da, im Gebäude. Hi. Wie gesagt, ich muss noch reinkommen. Wir wollen nur schnell euren Heli, ne? Also. Kein Stress. Vielleicht schießt ihr mal, ne? Wie die alle drei davor stehen. Das entsichert. Deckung. So, das finde ich immer noch super lustig, dass die nicht gesehen werden. Danke. Da ist wohl niemand. Ja, da ist ein Ausrufezeichen. Da sind Obdachlose beim Feuer. Ich wette $5, dass sie besser riechen als Holt. Du bist so lustig. So, oh Mann.
Das war. Ja, wir sind bald weg. Unidad Vogelbeer sind nur eine Handvoll Gegner. Ich sehe einen Scharfschützen. Estos cabrones ya llegaron para ayudarnos. Van llegando al lugar donde estaba el enemigo. Skatel verleiht einem Penner eine Auszeichnung. Hier steht, wo der Orden ist. Mist, aufgeflogen. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns den Hubschrauber. Und sind weg. Verluste, hier drüben. Ich fliege. Oh, scheiße, Verluste. Ja, den können wir nicht da. Bin drauf. Ja, runter. So. Halt durch, ich komme zu dir. Ja, du machst das gar nichts. Alle okay? Sorry, man muss das halten. Mann, wenn du zielen könntest, hättest mich nicht erwischt. Halt die Klappe. Wenn ihr selbstständig denken könntet. So, du musst dich hinbeamen. Du hast mich beleidigt. So. Hui. Gut. Dann holen wir uns mal unsere verdiente mehr oder weniger Waffe da drüben. Ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt holen. Sitzwechsel, Fallschirmsprung, Licht, Nicken. Nicken. So. Oh, da ist Unigard. Wo können wir da landen, ohne dass es auffällig ist? Ha. Ah, vielleicht hier drüben. Ich meine, den Heli brauchen wir ja dann nicht mehr, weil da ist ja einer. Fett auf dem Felsvorsprung. So. Sehr schön. Habt ihr Kletterzeug dabei? Ich nicht. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Unidad Heli, unten bleiben. Es gibt Alarm. Ich sehe noch einen Tango. Haben einen Mörser. Na, der bringt alles den. Okay. Da ist auch noch einer. Scharfschütze im Turm. Gut. Mit dem sind's fünf. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Puh, das ist ziemlich gut geschützt hier. Verdammt gut gesichert für eine Scheune. Zu Hause hatten wir nur Vorhängeschlösser für Scheunen. In den Scheunen zu Hause gibt's wohl nichts zu stehlen. Jedenfalls nichts im Wert von ein paar Tonnen Koka. So, dann machen wir sie mal platt. Schade, dass man nicht so Kletterhaken und so. So Dinge hat. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Hm.
Ach, stimmt mal, hier kann man ja nicht springen und jumpen quasi. Ah, egal. Dann gehen wir mal außen rum. Irgendwo muss man ja hochkommen. Wahrscheinlich nur bei der Straße. Das wäre natürlich nicht ganz so günstig. Aber es sieht fast so aus. Ist richtig geil geschützt. Wenn ich jetzt erschossen werde, brauchen meine Leute wieder 10 Jahre, um bei mir zu sein. So, ich nehme mal die Pistole, weil die ist schön leise. Aber ich glaube, hier komme ich auch nicht hoch. Ich glaube, wir müssen wirklich von der Straße herkommen. Krass. Das ist ja heftig. Das war scheiße knapp. Alter, wir sind so heftig, wir machen das an helligen Tagen. War scheiße knapp, also. Würde ich auch sagen, aber nein. Ich glaube, der ist da alleine. Das Problem ist, dass die Sniper-Schüsse hören. Also ist ja auch verständlich. Also den müsste ich dann leise töten. Aber der hat einen Helm auf. Und der schaut genau zu mir. Finde ich auch. Ich muss jetzt den Alarm ausknipsen. Der Alarm ist aus. Das war's mit der Verstärkung aus der Luft. So. Gut. Seht mal da, Waffenkiste. Auf der anderen Seite, du kannst es nicht sehen. Die sind halt oh, da oben, okay. Gut, dass der die nicht sieht irgendwie. Ah ja, würde ich auch nicht sehen. Weil der da oben, der ist gerade blöd.
Okay, der ist gerade runtergegangen. Okay, der ist gerade alleine eigentlich. Okay, den könnte ich jetzt eigentlich kicken. Nein. Drei, zwei. Die sehen ein bisschen nervös aus. Scheiße. Ja, die haben es gehört. Enemigos. Este es un aviso para todas las unidades. Nos han disparado. Estén atentos ante tropas enemigas. Fuerzas enemigas en posición para mandar ataque. Solicitando fuego de apoyo. No. Unidad Heli, unten bleiben. Wie viel brauchst du denn, oder? Na gut. Feuer! Hab verstanden. Alter. Ich hab dich. Halt einfach durch. Bin auf dem Weg. Ja. Das war nicht ganz so. Scheiße nochmal! Okay, die Rebellen greifen Unidad an, das ist in Ordnung. Gut, dann holen wir uns schnell mal die Daten. Stimmt, ich hätte Simultanschuss. Die Kasernen im Dschungel eingezeichnet sind. Dort scheinen die Sicarios von La Santera untergebracht zu sein. Okay. Stimmt, ich habe ja Simultanschuss. Ich Idiot. Tango ist tot. Das ist schön. Hier gibt es viel Nachschub, das ist auch gut. Da drin noch. Hier gibt es auch ein Ausrufezeichen. Ja, keine Ahnung. Die mache ich ja. Das hilft uns, einen Kartellvollstrecker aufzuspüren. Oh, oder Kartellvollstrecker. Kartellvollstrecker. Wo ist der? Hier. Nee. Oder doch? Nee. Da. Ah, da will ich sowieso hin. Er ist erledigt. Das stimmt. So. Ah, da oben. Nachschub. So, wir machen das ja während meine Dudes hier alles töten. Das ist ganz, ganz lieb von denen. Hab ihn. Alter, was machen die? Dann hole ich mir noch die Waffenbox. Und dann. Keine Ziele zu sehen. Nicht schlecht. Wollte ich schon immer haben. Leichtes Maschinengewehr. Gut. Dann. Bei mir sammeln. Verstanden. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, sorry für den schlechten Anfang. Ja, das war richtig, richtig gut. Gut, nächstes Mal werden wir natürlich hier den Vollstrecker vollstrecken. Und dann... Oh, das ist ja gleich da. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.